Was geht ab, meine lieben Leute? Und hier ist wieder euer Kirikol. Heute geht's darum, dass wir einfach mal den Riftstalker nochmal töten, nur diesmal mit dem Schwert. Da habe ich mir so eine Rüstung zusammengebaut, dass ich wieder das Helion-Schwert nehme, dazu den Helion-Kopf, Helion-Brustplatte, Resakiri-Arme und die Beinschienen vom Koschei mit der Shrike-Laterne. Und das Bild ist darauf ausgelegt, dass ich sehr viel auf Attack-Speed gehe und darauf gehe, das Monster zu stunnen. Das heißt, ich habe geschmolzen drinne, die Herzen, die man aufsammeln kann, die mir nochmal Attack-Speed geben. Dazu gibt es halt Knockout-König dazu, dass ich ihn so schnell wie möglich stunne auf dem Kopf. Leitung ist nochmal, wenn ich meine Laterne aktiviere, kriege ich noch mehr Angriffsspeed. Und wendige Wut, wenn ich halt einen Angriff dodge, dann kriege ich nochmal Angriffsgeschwindigkeit dazu. Dazu ein bisschen ätherische Regulation, dass meine Laterne sich wieder schneller aufcharge. Ein bisschen Schaden und noch mehr Schaden. Und da will ich am liebsten schon sagen, dass wir einfach mal loslegen und nochmal den Riftstalker klatschen. Ne, Waffen sind ein bisschen höher als normal, aber das geht auch mit schwachen Waffen. Das ist jetzt echt nicht die Sache. Dann zeige ich euch, wie das Moveset ist, wie man sich bewegen soll mit dem Schwert, wie man damit am besten angreift und welche Kombis man am besten benutzt. Da Riftstalker eines der mobilsten Behemoths ist. So, da sind wir auch schon im Kampf. Nehmen die beiden Tränke rein. Er wird wie immer mit einem Portal uns angreifen. Und mit dem Schwert kann man natürlich auch buben. Nur das Timing ist unglaublich schwer. Man kriegt zwar Schaden, aber man kann ihn treffen. Jetzt geht's weiter mit Schaden. Links, 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 rechts, rechts. Das heißt, wir machen 3 leichte Hits und 2 schwere Hits. Die machen besonders viel Schaden. Zünden unsere Laterne und ziehen es weiter durch. So, immer die geschmolzenen Herzen aufsammeln, denn die geben extra Schaden. Nicht extra Schaden, aber mehr Attack Speed. So, und am besten immer seinen Fähigkeiten ausweichen, dadurch kriegen wir noch mehr Attack Speed. Auch hier aufpassen, nicht zu viele Kombos durchziehen. Und immer aufpassen, wie er reagiert. So, jetzt ist er schon im Rage. Jetzt können wir ihn attacken. Jetzt können wir nicht gestaggert werden, weil ich in meiner Ulti bin. Hier geht es hauptsächlich im Linksklick-Spam. Denn bei so viel Attack-Speed links, 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 rechts, rechts durchzuziehen, ist besonders schwer. So, jetzt wieder den Portalen ausweichen und bereit machen, bis er rauskommt. Und dann einfach hinten. Links, 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 rechts und rechts. Denn die zwei Rechten sind ein besonders starker Hit. Jetzt gehe ich nur noch auf Rechtsklick über, weil ich ihn betäuben möchte. So. Jetzt Waffe wegstecken und dodgen bereithalten. Nie zu spät dodgen. Immer wenn es sehr groß aufleuchtet für eine Sekunde, dodgen. So, heilen. Alle Tränke wieder rein. Und wieder auf ihn zulaufen. Das war jetzt natürlich eine Random-Attacke, die kann man sehr schwer abdodgen. Gerade keine Waffe bereit, also konnte ich ihn leider nicht treffen. Jetzt wieder so hinstellen, dass man nicht getroffen wird. Dodgen, wenn er Attacken probiert. Nochmal dodgen. Und am besten immer in die Attacken rein dodgen. Denn ansonsten trifft er euch am Ende wieder. Also immer in die Attacken dodgen, Leute. So, jetzt müssen wir wieder abwarten in den Portalen. Jetzt merken wir, jetzt hat er schon 3 aufgestellt. Das heißt, er hat schon ein bisschen mehr Leben verloren. Je mehr Portale, desto geschwächter ist er. Jetzt haben wir ihn wieder erwischt. Rennen hin, zünden unsere Ulti links, 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 rechts und rechts. Und genau dasselbe immer wieder. Denn das ist besonders heavy vom Schaden. Und immer versuchen, in der Ulti den ganzen Körper zu treffen, denn ihr habt Flächenschaden. Das heißt, der Hit geht durch den ganzen Körper durch und trifft alles andere mit. So, jetzt haben wir ihn gehittet. Jetzt macht er seine Attacke wieder. Waffe wegstecken, dodgen. Immer links, rechts laufen, sucht's euch aus. Dann erspart ihr euch eine Menge Zeit und Leben. So, in Richtung wegdodgen. Und jetzt keine schweren Kombos machen, denn jetzt macht er random Attacken. Also nicht zu viel hitten. Jetzt vergräbt er sich wieder und jetzt sollte man sich zurückziehen. Jetzt macht er seine Sprungangriffe. Aufpassen, ab dem zweiten oder dritten macht er eine Rolle. Jetzt.
die natürlich auch ausweichen. So, immer wenn er hochspringt, macht er auch eine Attacke. Schwanzattacke durch Dodgen. So, Portal. Leider nicht getroffen, aber egal. Man muss natürlich immer den Kopf perfekt treffen. So, links, links, links. Er rennt natürlich weg. So. Das heißt, wir dürfen uns wieder am Ätherschlund heilen. Am besten hier heilen, damit wir uns Tränke sparen. Denn ich habe nur noch einen. Dann suchen wir ihn uns wieder einfach. So, da unten ist auch schon wieder. Das heißt, wir poppen unsere Tränke, aktivieren unsere Fähigkeiten und halten uns bereit zum Schlagen. Natürlich ungefähres Timing. Ist natürlich um einiges schwerer beim Schwert, muss ich sagen. Da ist der Hammer einfacher. Aber dafür ist das Schwert wendiger. Das heißt, ihr könnt sehr vielen Attacken ausweichen. Wie der hier zum Beispiel. Das heißt, ihr könnt mit normalen Dreier-Linksklicks könnt ihr schon einen weiteren Angriff von ihm erwarten und dann ausweichen. Zieht er sich wieder zurück. Und da immer die Zeit nutzen, angreifen. Denn da greift er euch nicht zurück an. So, 5 Portale. Das heißt, er ist sehr schwach. Das heißt, bereithalten zum Dodgen. Nächste Welle. Dodgen, 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 dodgen. Dodgen, rein da. Ah, schlechtes Timing. Schade. Jetzt müssen wir wieder die Welle abwarten. Dodgen. So viel Ausdauer muss man hier nicht verbrauchen. So, jetzt kommt er wieder. Schade, egal. Mehr als zweimal macht ihr das nicht. Das heißt, danach könnt ihr wieder frei angreifen. Und nicht vergessen, immer eure Laterne benutzen beim Angreifen. Denn ihr wollt schließlich den Attack Speed haben. So, bereithalten zum Dodgen. Ready. Und drauf da. Da hat jetzt der Dodge gefehlt. So, letzter Trank. Jetzt macht er wieder seine nervige Sprintattacke. Die natürlich dodgen. Von links nach rechts. Immer aussuchen, wie man will. So, jetzt können wir ihn wieder angreifen. Beide Pots reinhauen. Angriff ausweichen, denn mit dem Schwert ist es schwer zu booten. Dodgen und weiter attacken. Links, links, links. Rechts, rechts. Denn da seht ihr schon, da kommen fast 1000er Hits rein. Und er wird durchgehend betäubt. So, Ulti. Ulti zünden und rein da. Jetzt ist er in Angriffslaune, also nicht zu viel angreifen. Links, links, links dodgen. Links, 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 rechts, rechts. Manchmal habt ihr die Möglichkeit, einfach eine größere Kombo durchzuziehen. So, jetzt hat er Blubberblasen. Das heißt, ihr mit rechts klicken rein, damit ihr ihn betäuben könnt. So. Und da ist er auch schon wieder tot. Das heißt, immer die Möglichkeit nutzen, ihm auf den Kopf zu hauen, damit er einfach durchgehend betäubt ist. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.